Hallo und willkommen zurück zu Tingles Rosy Rupee Land. Beim letzten Mal haben wir einen Großteil der Longlong-Savanne erkundet, haben eine Schaufel gekauft, haben ein Rezept für Ketchup gefunden, haben die Karte zu 100% fertig kartiert und stehen jetzt kurz vor der Festung der Grunzer. Also würde ich sagen, stürmen wir direkt mal rein. Ja, nein, wir stürmen doch nicht rein. Wir haben nämlich leider keinen Nasenschlüssel, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Und den müssen wir erstmal irgendwo auftreiben können. Ansonsten machen uns die Grunzer leider nicht die Tür auf. Schade. Eigentlich komisch, dass sie nicht sofort rausgestürmt kommen und uns ausrauben wollen oder sowas. Aber gut, dann werden wir uns erstmal auf die Suche begeben müssen nach so einem merkwürdigen Nasenschlüssel. Schon ein bisschen ekelhaft, aber okay. Vorher können wir aber noch das Gebiet hier oben fertig umgraben. Wir können jetzt, da wir die Schaufel haben, auch in älteren Gebieten noch einiges Neues machen. Denn vielleicht erinnert ihr euch an diese Stellen. Es gab auch früher schon lockere Stellen, lockeren Boden. Und einige Stellen davon waren sogar ziemlich auffällig. Tja, wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall in naher Zukunft nochmal hin zurückreisen, um mal zu gucken, was sich da denn so freibuddeln lässt. Tja, hier vorne haben wir schon wieder die nächste Brücke, die ist allerdings noch zerstört. Können wir also nichts mehr machen, dann würde ich also sagen, wir haben keine andere Wahl, also begeben wir uns mal auf den Weg zurück. Da wir jetzt, wie gesagt, die Schaufel haben, werden wir nicht mit dem Ballon zurück in die Stadt fliegen, sondern werden uns zu Fuß den gesamten Weg zurück machen. Ja, das mag jetzt zwar erstmal ein bisschen nervig sein, aber ne, dann können wir wenigstens mal sehen, was sich in den Gebieten denn in der letzten Zeit so wieder getan hat. Ob es da neue Sachen zu sammeln gibt, was es da jetzt so frei zu buddeln gibt. Und ich habe mich gerade total verlaufen, ich wollte eigentlich zurück zur Brücke, die uns zum Schatzkap führen sollte, habe aber leider gerade die falsche Abbiegung genommen. Ups, ja, eine Killerbibon vorbei. Hier oben über die Brücke, genau. Also nicht wirklich Brücke, aber diese Landmasse mussten wir. Und wir haben gerade unseren intelligenten Leibwächter verloren. Wow, ist er doch nicht viel cleverer als unser Clown, was? Naja, immerhin bei dem Bildwechsel hier vorne ist er mit uns mitgekommen. So wie Specky damals im allerersten Dungeon. Ach ja, das waren noch Zeiten, als Specky uns hier begleitet hat. Der Specky, aber eigentlich will ich ihn nicht wirklich wieder dabei haben. Der ist nicht sonderlich stark gewesen, der Specky. Ja, wir sind auf jeden Fall gleich schon bei der... Ups, da bei der Brücke. Jetzt bin ich aus Versehen in die Kugel rein. Eigentlich wollte ich hinter vorbeilaufen. So, Herzfleisch erhalten, wunderbar. Und rüber ins Schatzkap. Ja, da waren wir schon lange nicht mehr. Wir sehen hier massenhaft Strandgebiet. Man kann diesen gesamten Strand hier umgraben. Alles, was Sandgebiet ist, kann freigebuddelt werden. Aber ja, da werden wir jetzt nicht absolut jeden Zentimeter umgraben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr arg nervtötend. Aber zuerst gehen wir zur ersten sehr auffälligen Stelle, die wir schon mal gesehen haben, an der wir noch nichts machen konnten, die sich nämlich hier vorne befindet. Ihr erinnert euch hier an diese kleine Grasfläche, in der Mitte ein kleines Stück Sand ist? Tadadada, wenn wir hier buddeln, finden wir ein weiteres Loch, in das wir reinfallen. Und hier drin finden wir eine Kiste mit einer leeren Flasche drin. Das ist doch mal ein richtig guter Preis dafür, dass wir in so ein Loch fallen. Huhu, da kann man auch sogar mal was mit anfangen. Ja, nicht, dass man nicht sowieso im Moment viel zu viele leere Flaschen hätte. Aber gut, jetzt beschwere ich mich auch noch drüber, ich weiß. Ja, buddeln wir mal ein bisschen hier vorne, dann werdet ihr sehen, man kann zwar hier überall buddeln, aber nicht da, was zu nah am Wasser ist. Man findet aber nicht so wirklich was Interessantes, denn hier an der Stelle sollte man halt eigentlich noch keine Schaufel haben und hier ist nichts wirklich Wichtiges im Boden. Wie gesagt, in seltenen Fällen mal Edelsteine oder so, aber halt nichts wirklich. Ja, bedarfswichtiges. Also lassen wir das und gehen erstmal weiter. Ich glaube nämlich, hier unten sollte noch mehr sein, das wir sammeln können. Vor allen Dingen können wir mal gucken, bei den, ja, wieder auftauchenden Ressourcen, wie zum Beispiel Bäumen und so weiter, ob wir da nicht inzwischen wieder massig neue Früchte ernten können. Und ansonsten, ja, halt Stellen, an denen wir freigraben können, wo die sind. Karte Schatzkap, sag mir, ich habe gar nicht die Schatzkap-Karte wieder gekauft. Stimmt, ich hatte der Dame die Karte nicht abgekauft wegen unserem Rubinmangel. Und auch jetzt gerade haben wir wieder keine 600 Rubine, mit der wir uns die Karte leisten könnten. Ja, mal sehen, ob sich hier vorne was verändert hat. Ich glaube, hier vorne sollten eigentlich, genau, die Schildkrötentypen sein, die wir beim letzten Mal nicht richtig bekämpfen konnten, weil ich sie aus Versehen geweckt habe. So, wenn wir sie nicht wecken, dann sehen wir kriegen einen Riesenpanzer für den Sieg über sie. Boah, das ist doch schon ein viel besserer Preis, als wenn man sie einfach nur so bekämpft und gar nichts dafür bekommt. Des Weiteren können wir die Schatzkapkugel wieder plündern, die uns leider keine wirklich großen Rubinbeträge gibt, aber hey, immerhin. Ich glaube, hier unten müsste, genau, der Fragezeichen-Cup gewesen sein, also gibt es hier nichts weiteres zu finden. Ja, jetzt können wir noch hier hochklettern, um hier oben die Bäume wieder zu plündern und ein paar kleine Mistviecher zu erledigen. Ach, kommt her.
Wir erledigen euch alle zusammen. Ey, der erste hat schon wieder abgelassen. Na gut, dann nicht. Und wir sehen, alle Frischtomaten sind nachgewachsen. Deswegen habe ich gesagt, 99 Frischtomaten hat man ganz schnell zusammen in diesem Spiel. Und ja, man kann davon theoretisch zwischendurch sogar mal welche verkaufen, weil man so viele gar nicht in Rezepte umbauen kann. Von denen hat man einfach einen Überfluss. Da war dieser Hund. Knochen, das ist das, was Hunde lieben. Und ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, diese Charakterin hier hat überhaupt keinen Sinn in diesem Spiel, außer uns zu sagen, dass Hunde Knochen lieben, was sehr unauffällig ist. Vor allen Dingen, weil als wir Pippo das erste Mal getroffen haben, wir ihm Sachen direkt verkaufen konnten und das Spiel uns mehr oder weniger gesagt hat, dass er nur Knochen liebt. Aber gut. Davon abfinden wir vorne ein paar neue Bröselschalen von diesen kleinen Mistraupen. Wir sollten unseren Leibwächterkollegen bei Gelegenheit gleich mal heilen, sonst kippt er uns nur um. Ja, und weiter ins nächste Gebiet, in die Hamako-Küste. Tja, aber ob wir uns wirklich umkippen kann im Kampf gegen Gegner in der Hamako-Küste, das ist doch etwas fragwürdig, nicht wahr? Ja, wir müssen ja auch nicht unbedingt gegen alles kämpfen, was wir sehen, außer gegen die, die uns sowieso angreifen. Upsa. Ach, Fleischknochen. Ja, ne? Das war jetzt der schlimmste Kampf, den wir überhaupt hätten führen können. Wir haben so ziemlich den Maximalschaden überhaupt genommen, den man durch so einen Kampf nehmen konnte. Aber gut. Macht man gerade nichts. Hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Stelle, die wir freibuddeln können. Also schnappen wir uns unsere Schaufel und tadadada, ein Loch im Boden, ein weiteres. Und hier drin finden wir das Hamako-Pastete-Rezept. Aha. Ja, diese Rezepte, die man so in den Gebieten findet, sind oftmals Spezialitäten, die sich für viel Geld verkaufen lassen. Da kommen wir aber gleich noch zu, wenn wir wieder mal ans Kochen zurückkommen, okay? Wir wollen jetzt nicht wirklich kämpfen und sehen da unten keine Schnappperle, lohnt sich also nicht dafür extra zu kämpfen. Wir haben gerade keinen Tinkel dabei, also verhindern wir am besten gerade mal, dass sich unser Leibwächter in Kämpfe verwickelt. Ansonsten müsste ich jetzt mal eben nach Hause zurückkehren, um einen neuen Tinkel zu brauen, aber das wollen wir ja nicht wirklich. So, hier vorne weiß ich, dass da nichts war, so überspringen wir das ganze Gebiet einfach mal. Und, fliegende Schweine! Das war knapp. Gucken, nee, hier vorne war auch nur eine Muschel, da gab's nichts zu buddeln und die Muscheln sind noch nicht wieder aufgetaucht, das haben wir gerade eben schon gemerkt. Also gehen wir wieder zurück in unser Heimatgebiet, denn hier links wissen wir ja auch, dass da nichts war. So, hier vorne ist das Grab des Ehegatten. Gab's hier vorne was? Ja. Hier vorne gab's noch eine Stelle frei zu buddeln. Ups, komm schon, besiegen wir hier ein paar von den ersten Gegnern. Die sollten unseren Leibwächter ja wohl nicht umbolzen können. Klettern wir hier vorne die Leiter hoch und sehen noch eine auffällige Stelle direkt über unserem Haus. Schaufel raus und ta-da-da-da, wer hätte es erwartet? Noch ein Loch im Boden. Mit noch einer weiteren Schatzkiste drin. Und hier drin finden wir, ta-da-da-da, 1500 Rubine. Was für uns bedeutet, dass wir uns jetzt in der Stadt alles leisten können, was wir noch so freistehen haben momentan. Ne? 2000 Rubine sollten doch eigentlich für alles reichen. So, jetzt verwickel dich hier nicht hier in den Kampf. Ich will nicht, dass du uns tatsächlich umkippst. Wunderbar. Und dann gehen wir mal eben zu unserem Haus und schnappen uns, ta-da-da-da, ein gemeines Moos. Huhu, das beste Item im Spiel. Ja, mal eben schnell ans Brauen machen, denn wir wollen ganz dringend Tinkel haben. Aber wir haben sogar schon Tinkel fertig gebraucht, ich habe es nur nicht mitgenommen. Wir haben auch einfachen Saft und so weiter noch. Wir können jetzt außerdem raus hier brauen. Da wir jetzt ein paar von den Panzern haben, können wir da sogar einen reinschmeißen. Und raus hier fertig machen, dass wir in Zukunft mal eins mit uns rumschleppen. Ta-da-da-da, fertig. Raus hier, abfüllen. Na, Moment, abfüllen können wir später noch machen. Jetzt erstmal gucken, haben wir noch irgendwas? Wir haben hier unten jetzt die Hamako-Pastete und den Longlong-Ketchup. Wir sehen, da steht Spezialität dran. Die bringen also massig Geld beim Verkaufen. Kommen wir, wie gesagt, später zu. Aber wir haben die entsprechenden Items dafür leider nicht alle beisammen. Was fehlt uns denn hier? Scheinbar haben wir nicht genug Aromapilze. Hätten wir doch mehr von denen erledigt. Ja, gucken wir mal eben. Waren. Kartoffeln haben wir mehr als genug. Ja, ne? Müssen wir wohl noch ein bisschen sammeln gehen. Schade, schade. Ich dachte eigentlich, wir hätten mehr. Aber gut. Kann ja nicht schaden, noch so ein paar von den Viechern zu jagen, die Sachen hier fallen lassen. Afro-Möhren brauchen wir auch noch zwingend mehr. Mein Gott, wir haben aber auch viele Stärke-Kartoffeln gesammelt. Ja, ja, ein bisschen übertrieben gebuddelt, habe ich so das Gefühl. So, komm, ne, Moment. Erstmal geben wir jetzt an Pippo noch ein paar Knochen, denn wir müssen doch inzwischen wieder massig gefunden haben. Oh, okay, wir haben gerade mal noch 11 übrig. Na gut, dann geben wir ihm nur einen und kriegen dafür gar nichts. Dann halt nicht. Ja, da... Ach ja, unser Leibwächter ist ja immer noch im kritischen Bereich, also gehen wir noch schnell ein paar Tinkels brauen. Die haben wir ja von der Ärztin irgendwann mal beigebracht bekommen. Vielleicht sollten wir sie ja tatsächlich retten gehen, immerhin als Belohnung dafür, dass sie uns den Tinkel beigebracht hat. Na gut, nicht das, was wir sonst nicht machen würden. Wir wollen ja immerhin das Geld für ihre Rettung haben, nicht wahr? So, fertig. Tinkels, abfüllen. Mischung okay, Zutaten okay. Im Tank haben wir 8. Ja, dann füllen wir uns nochmal 3 davon ab. Dann haben wir noch 2 leere Flaschen übrig. Und dann... Ja, so viel dazu. Gehen wir auf zurück.
Eigentlich könnten wir uns noch einen Raus hier abfüllen. Jawohl. Haben wir noch einen Raus hier in unseren Flaschen. Eigentlich könnten wir auch einen einfachen Saft verkaufen gehen, wenn wir sowieso gerade dabei sind, ne? Ja, den zweiten können wir jetzt gar nicht abfüllen. Dann tun wir halt einen Tinkel wieder raus und tun dafür den einfachen Saft rein. Denn wir haben ansonsten sowieso keine Verwendung für Saft, also können wir den auch hier eben in der Stadt verkaufen gehen. Das ist ja Unfug, den hier zu behalten. So, dann geben wir einen von unseren Tinkeln an unseren Leibwächter. Ein Muntermacher, jawohl. Macht müde Leibwächter munter. Wuhu. Tadadada, schon hat er wieder 4 Herzen dazu bekommen. Und eigentlich... Nee, Moment, haben wir doch gar nicht. Ja, wir haben jetzt nichts mehr, was wir wirklich mit in die Stadt nehmen wollen. Also gehen wir rüber und gucken mal, was sich so verändert hat. Wir haben jetzt, wie gesagt, doch genug Rubine, dass wir eigentlich alle neuen Gespräche und so weiter kaufen können sollten. Und dann gucken wir doch einfach mal. Ah, noch eine Flasche. Und eine Grunzer-Story, das klingt doch interessant. Ich erinnere mich gut, es war am ersten warmen Frühlingstag. Einer der wenigen Tage, an dem es meiner Frau gut ging. Wir besuchten seit langer Zeit wieder einmal die Longlong Farm. Meine Frau sagte, dass sie etwas durstig sei. Ich bin also an den Fluss und schöpfte etwas Wasser für meine Frau. Ah, eine wunderschöne Geschichte. Da sagte sie, wie gut ihr dieses Wasser schmeckte und dass sie diesen schönen Tag immer in Erinnerung behalten wollte. Diese Erinnerung verbinde ich mit dieser leeren Flasche. Ich hätte gerne 500 Rubine dafür. Ja, ist ein guter Geschäftemacher, der Mann. Muss man ihm schon lassen. Ich würde mal sagen, wir geben ihm 390. Na, wie sieht's aus, Torwächter? Mit diesem Preis bin ich einverstanden. Hier haben Sie die leere Flasche des ersten Frühlingstages. Nicht, dass diese Flasche jetzt unbedingt mehr wert wäre als die allererste Flasche, die wir von ihm gekauft haben, die deutlich billiger war, aber gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Worüber soll ich Ihnen berichten? Und wie viel zahlen Sie mir dafür? Ja, dann hören wir uns doch mal die Grunzer-Story an. Vielleicht ist es ja irgendwas Interessantes und irgendwie mit dem Schlüssel in Verbindung. Früher bin ich einmal in der Longlong-Savanne gewesen, um die Grunzer zu unterwerfen. Okay, die hatten Waffen, über die sich der Krämer freuen würde. Sie greifen immer zusammen an. Ihre Waffen haben sie vor die Brust gehängt und ihr Mantel wird von einem Knopf gehalten. Ich selbst kann sie nicht mehr besiegen. Das war alles. Tja, früher war offensichtlich ein großer Krieger, der Torwächter, interessant. Hallihallo! Was denn? Was denn? Ach, wie aufregend! Ja, hier könnten wir theoretisch Tomaten verkaufen, aber wir haben nur 66, keine 99, dann behalten wir die erstmal. So, dem Kollegen hier können wir jetzt Saft verkaufen. Er bedankte sich bei uns, ja. Der Journalist. Dem wir den Saft beim letzten Mal zuwerfen mussten, damit er überhaupt wiederbelebt wird. Hey Grunzer-Kollege, du hast deine Grunzernase, dürfen wir sie dir abschneiden? Stärke Kartoffeln, das wär's! Wollte mir schon welche ausgraben, aber ohne Schaufel. Wie wär's? Stärke Kartoffeln gegen ein cooles Ding, das ich wundere. Oh, das ist gar nicht seine Nase. Stärke Kartoffeln geben, ja. Wenn sie meinen Hunger stillen, gebe ich ihnen, was sie wollen. Vielen Dank, voilà! Grunzernase bekommen gegen eine einzige Stärke Kartoffel. Ich würde sagen, das war ein verdammt guter Tausch. Ja, er scheint seine Stärke-Kartoffel sehr zu lieben. Wir haben dann noch so 30... weiter. Jetzt, wo ich endlich satt Stärke-Kartoffeln essen konnte, kann ich auch herumlaufen. Okay, oder rumrollen zumindest. Ja, der Kelle zittert immer noch. Hey, wir haben die Brille deiner Tochter. Meine liebe Tochter ist in die Longlong-Savanne. Bla, 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 okay. Er reagiert schon mal gar nicht darauf, dass wir ihre Brille haben. Ja, ja, er bittet uns immer noch inständig. Komisch, ich dachte, der schiebt doch noch ein bisschen mehr Panik durch. Wir haben jetzt auch genug Geld, dass wir uns den Kochtopf hier kaufen können. Ja, hallo! Mhm, du verkaufst uns den Topf hier für... Wie viel denn? Ja, 10 Zutaten. Geben wir mal 500 dafür raus. 500 Rubine! Das ist ein guter Preis. Ich verkaufe Ihnen den großen Topf. Danke! Ja, damit kann der Koch hier noch weniger machen als vorher sowieso. Das ist der große Topf. Ich bringe zu Ihnen nach Hause. Wunderbar. Sie schleppen uns sogar dahin. Hätten Sie wohl einen Moment? Und wie steht's? Kommen Sie mit dem großen Topf zurecht? Wir haben ihn noch nicht ausprobiert, aber ja, danke. Aber Kochen besteht nicht nur aus Kochutensilien. Wichtig ist, was man macht. Versuchen Sie doch einmal hier rein, bitte sehr. Und wir haben das Meersuppe-Rezept erhalten. Wunderschön. Das ist eine Spezialität von der Speisekarte meines Hauses. Ich glaube zwar nicht, dass Sie das hinbekommen, aber... ja. Ich glaube schon. Und, haben Sie die Meersuppe hinbekommen? Bonjour, bonjour. Ja, erstmal haben wir Kartoffelwissen hier von ihm. Nein, wir haben die Meersuppe noch nicht fertig gemacht. Wie viel zahlen wir ihm denn dafür? Sagen wir mal 100. Dafür sollten wir nicht das gesamte Gespräch bekommen. Stärkekartoffeln sind die Spezialität der Longlong-Savanne. Mein Dave mag sie auch sehr. Ach, der ist also der Vater von dem dicken Kind, okay. Sie wachsen in der Erde, also muss man sie ausgraben. Ganz ohne Werkzeug geht das aber nicht. Ach ja, wir haben ja eine Schaufel. Mit Jukes Schaufel. Oh ja, vor allem mit Jukes Schaufel. Können Sie graben? Überhaupt ein sehr nützliches Werkzeug.
Können wir ihm noch irgendwas Interessantes verkaufen? Ich glaube nicht. Gut. Gebraut haben wir auch, glaube ich, nichts, das wir ihm verkaufen können. Nee, also lassen wir das mit dem Maitre. Der steht da jetzt etwas überheblich, bis wir die Meersuppe fertig machen. So, der Kollege hier, dem wir immer noch Tingelfeuerwerk verkaufen könnten. Nee, das ist mir aber immer noch zu billig. Das behalten wir immer noch bei uns. Ja, was haben wir denn sonst noch? Wahre Liebe können wir von ihr hören, von Chicos Mama. Dafür hätte ich gerne ein paar Rubine. Geben wir mal 300, denn ich glaube, wahre Liebe ist ein Rezept. Wenn man sein Gegenüber daran riechen lässt, wird ihm kurz schwindelig und man kann ihn fangen. Ich habe dieses Parfüm entwickelt und wahre Liebe genannt. Das Geheimnis dieses Duftes liegt in 3 Aromapilzen, 4 Herzfleisch und 2 Flutschflundern. In diesem Verhältnis. Die redet genauso nervig wie ihre Tochter. Wahre Liebe, Rezept erhalten. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich etwas machen, um Maulwürfe anzulocken. Und außerdem können wir ihr das Kurzhaarfell verkaufen, das wir gefunden haben. Wunderbar. Außerdem haben wir noch Dünnbärte für je 40. Ja, wunderschön. Außerdem haben wir da unten noch eine Koralle, die wir ebenfalls verkaufen können. Babykoralle für 70. Na, ist ja nicht gerade viel. Ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet. Dankeschön. Was soll ich denn kaufen? Ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nur noch unser Moos, das verkaufen wir aber nicht. Ha, ist mein Moos. Ohne Moos nix los. Jetzt verkaufen wir noch... Moment, wir können gar nichts hier verkaufen. Wir zeigen unsere Karten zur Kartenlady. Kreis, haben Sie gut gemacht. Dafür bekommen Sie 320 Rubine. 320 ist verdammt viel, Karte langsam, wann ist zu 14% fertig? So, Kanne, haben Sie gut gemacht. Dafür bekommen Sie 240 Rubine. Karte Longlanserwand ist zu 28% fertig. Zum Glück haben wir sie schon zu 100% kartiert, die Karte. Kartoffelboy haben sie gut gemacht, dafür bekommen sie 160 Rubine. Karte Longlanserwand ist zu 42% fertig. Drehblumen haben sie gut gemacht, dafür bekommen sie 240 Rubine. Karte Longlanserwand ist zu 57% fertig. Ja, sich versprechen, sich korrigieren und sich nochmal versprechen. Tomatenscheuche haben sie gut gemacht. Dafür bekommen sie 180 Rubine. Longlong-Savanne ist zu 71% fertig. Longlong-Kugel haben sie gut gemacht. Dafür bekommen sie 160 Rubine von diesen Kugeln. Gibt es auch irgendwie in jedem Gebiet eine. Das ist auch irgendwie sehr merkwürdig, wer die dahingestellt haben will. Ja, zu 85% fertig. Und großes Wasserrad haben sie gut gemacht. Dafür bekommen sie 280 Rubine. Klick, klick. Und sie haben die Karte Longlong-Savanne fertig. Wunderbar. Dann erlaube ich mir, Ihnen die Karte Longlong-Savanne abzukaufen. Nehmen Sie bitte 1000 Rubine. Mein Gott, die Dame ist aber auch reich. Die könnte uns ruhig mal ein bisschen mehr geben. So, wir haben jetzt 2 Karten zu kaufen. Schatzkap für 600 Rubine können wir definitiv kaufen. Jupp, bis zum nächsten Mal. Tadadada, Schatzkap bekommen. Wunderbar. Wieder eine Karte verkauft. Sicher freut sich auch mein verstorbener Mann darüber. Vielleicht erfüllt sich ja noch unser Traum, alle Karten dieser Welt verkaufen zu können. Ach ja, und die andere Karte können wir auch eben mitnehmen. Die Karte Longlong-Savanne für viel zu viele Rubine. Bis zum nächsten Mal. Irgendwie 1200 oder so müsste das jetzt gekostet haben. Ich hab gerade nicht auf den Preis geachtet. Und Longlong-Savanne erhalten. Ja, ja, wieder eine Karte verkauft. Blub, 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 gerade schon mal gehört. Und sowieso generell davor schon einige Male gehört. So, was haben wir denn hier hinten? Jetzt sitzt das fette Kind als hier rum. Yo, was schleicht mein Bruder immer nach Hamako? Immer in Sorge, er würde gesehen. Wir haben den ja gar nicht gesehen. Stimmt, den haben wir ganz vergessen. Aber ich glaube, die Geschichte mit seinem Bruder machen wir erst später, ja. Das ignorieren wir vorläufig noch. Und die Vögel geben uns noch mehr Rubine. 5, 10, 10. Wunderschön. Damit sollten wir jetzt in der Stadt eigentlich alles abgegrast haben. Das heißt, wir können uns wieder Richtung Longlong-Savanne begeben. Und wir haben ja inzwischen auch die Nase erhalten. Außerdem haben wir ein neues Rezept und einen neuen Kochtopf gekriegt, mit dem wir jetzt vielleicht das anstellen können. Vielleicht können wir dieses neue Rezept ja sogar brauen. Und vielleicht können wir es sogar als Spezialität verkaufen. Immerhin scheint es eine Spezialität seines Restaurants zu sein. So, dann schnappen wir uns hier vorne noch einmal Moos. Wunderbar. Ist aber auch gemein, dass wir das Moos hier jedes Mal einsammeln. So gemein. So, nach Rezept kochen. Ach ja, genau, wir haben jetzt auch noch wahre Liebe erhalten. Stimmt's. Aromapilz, Herzflaschen, Flutschflunder ist da drin. Würde ich sagen, stellen wir das doch wenigstens mal her, auch wenn es nicht wirklich nützlich für uns ist, denn wir haben die Maulwürfe sowieso schon beseitigt. So, ja, kostet verdammt viel. Aber stellen wir es einmal her. Okay, man, kann es ja wenigstens einmal hergestellt haben. Das schadet ja nicht. Bling, 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 bling. Ja, kommt schon, mein Gott. So viele Ingredienzien und so wenig Treffer auf die Ingredienzien. Bling, fertig. Zutaten okay, Mischung okay, ein wunderschönes Lila, das wir hier hergestellt haben. Wahre Liebe, ein süßliches Parfüm, von dem sich alle Wesen angezogen fühlen. Füllen wir es mal in die Flasche. Wahre Liebe, vielleicht brauchen wir es ja irgendwann doch mal. Vielleicht bietet sich ja irgendwann mal eine Gelegenheit, dass wir es wirklich sinnvoll einsetzen. Und die Meersuppe, da kommen dreimal Powerknobel, Steigerkartoffeln und Tintenfische rein.
können wir sogar wirklich herstellen, die Meersuppe. Also, tadadada, eine Meersuppe. Haben wir also eine Spezialität des Kochs der Stadt hergestellt. Bling, 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 bling. Ja, dieses Umrühren, das ist aber auch mal wieder eine Suppe hier. Dauert manchmal ein bisschen länger, wenn sich die Zutaten nicht so richtig erwischen lassen. Komm schon, jawohl. Fertig. Zum Glück haben wir mehr als genug Zeit, dass man die Ingredienzien meistens immer verrührt bekommt, bevor sie, ja, verkochen. Wenn sie verkochen, dann kann es sein, dass das Rezept nicht gelingt und dass man nachher Müll dabei rauskriegt. Das soll ja nun wirklich nicht sein. Also, mehr Suppe, einmal abgefüllt. Jetzt haben wir also eine Spezialität fertig. Wunderschön. Sonst haben wir nichts mehr. Ne, die Hammerkopastete können wir nicht herstellen. Da kommt sogar gemeines Moos übrigens in die Hammerkopastete. Dann brauchen wir unser gemeines Moos doch mal für irgendwas. Habe ich mich gar nicht dran erinnert am Anfang des Spiels. Aber doch, man brauchte das gemeine Moos für doch irgendwas. Ja, gut. Bareliebe haben wir hergestellt, dann würde ich mal sagen, können wir die Meersuppe eigentlich mal zum Verkauf bringen. Was fehlt uns denn hier noch? Ja, der Strandtang oder die Knochen? Merkwürdig. Warum haben wir denn nicht genügend Ingredienzien dafür? Scheinbar haben wir keinen Strandtang gesammelt. Und hier fehlen uns scheinbar jetzt die Aromapilze. Tja. Ach! Ah, nee, Moment, da fehlt uns gar nichts. Wir haben keinen Topf, der groß genug ist. Da sind zu viele Ingredienzien drin. Wir haben zwar jetzt den 10 Zutaten großen Topf, aber da sind mehr als 10 Zutaten drin. Deswegen können wir das nicht herstellen. Das hat ja eine Weile gedauert, bis ich das kapiert habe. Ja, okay. Gut, dann können wir das deswegen noch nicht herstellen. Ich habe mich schon gewundert, wir hatten die Ingredienzien doch. Ich habe auch gerade schon nur sehr verwirrt auf die ganzen Materialien in unserem Inventar geguckt. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das herstellen können. Werfen wir eben 11 Rubine in den Zonen, damit uns nicht schrumpft. Tadadada. Hihi. Das reicht noch lange nicht. Ja, das soll ja auch gar nicht reichen. Das soll nur den Turm nicht schrumpfen lassen. Und dann wieder, wie gesagt, zurück Richtung Long Long Savanne. Wobei, wir müssen im Schatzcup, glaube ich, noch mal eben ein paar Verkäufe erledigen. Denn wir haben ja eine Spezialität hergestellt. Erinnere ich mich gerade spontan. Also gehen wir erstmal hier rüber. Wir werden jetzt mit dem Händler der Piraten verkehren können. Denn wir haben eine Spezialität. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erklärt bekommen. Also Spoiler ist jetzt mal nicht weiterhin. Wir gehen jetzt erstmal rüber zu den Piraten. Ist ja zum Glück nicht weit zum Steg. Und mein Gott, wir könnten das gesamte Gebiet hier vorne umgraben, wenn wir wollten. Das wäre ziemlich viel Aufwand für so ziemlich überhaupt keine Belohnung. Und unser Skelett-Piratenkollege hier vorne, der uns übersetzen würde, steht auch noch da. Ja, man kann ja immer mal Rubin-Items vergessen haben, nicht wahr? Nun denn, Knochen-Ocarina, dann rufen wir mal das Piratenschiff. Ist ja schon eine Weile her, dass wir unsere Kollegen hier getroffen haben. Vielleicht haben sie ihren Captain ja inzwischen wieder zusammengesetzt. Da-da-da-da-da-da-da. Und da tauchen sie wieder aus dem Nebel auf. Ja. Wenn sie so aus dem Nebel auftauchen, ist das eigentlich, ja, der furchterregendste, in Anführungsstrichen, Moment, den diese Piraten überhaupt im gesamten Spiel haben. So, ja, dann reden wir doch mal mit ihrem Händler. Hallihallo, Kollege. Ist das denn hier ein Bart in seinem Gesicht? Ja, ich glaube, das soll ein Bart sein, was er da rechts und links neben seinen zu großen Lippen hat. Du da, weißt du, was Spezialitäten sind? Ja, Spezialitäten. Ich weiß es, jawohl. Da gibt es doch verschiedene Zutaten und Gewürze und so an den einzelnen Orten. Merkt ihr das? Sowas gibt es. Ja, haben wir auch einige von, danke. Will sagen, wenn du so etwas findest, dann kaufe ich es dir ab. Okay, dann verkaufen wir... Na, Dings, Spezialitäten, bringst du mir welche? Okay. Wenn alle Spezialitäten beisammen sind, das sind, die sind was Feines. Wieso können wir die nicht verkaufen? Oh. Zählt zu den Höhepunkten auf Meltres Speiseplan, kriegt Tingle aber auch hin. Ja, die Meersuppe ist in der Tat nicht als Spezialität, sondern als Suppe klassifiziert. Whoops. Das ist also der legendäre Kaufmann, ein etwas schräger Typ. Ja, sprich ihn an, wenn du was brauchst. Blabla. Ja, mein Fehler. Okay, die Meersuppe ist in der Tat keine Spezialität, sondern nur Müll aus dem Restaurant des Maitres. Und stimmt, der wirkliche Sinn der Meersuppe ist, dass man dem Maitre eins auswischt, indem man ihm seine eigene Suppe verkauft, für die er uns das Rezept gegeben hat und von der er ganz höhnisch behaupten wollte, dass wir sie garantiert nicht hinkriegen. Ja gut, dann würde ich sagen, das können wir auch später machen, also gehen wir rüber in die Longlong-Savanne und bewegen uns wieder zu den Grunzern vorne hin, denn ansonsten hatten wir in dem Gebiet ja auch nicht mehr viel zu tun. Dahinter war ja schließlich schon direkt die kaputte Brücke ins nächste Gebiet. Danach werden wir wohl oder übel, um weiterzukommen, mal wieder den Turm wachsen lassen müssen. Verdammter Turm aber auch. Ja, ups. Ja, den Kampf gegen Liku haben wir irgendwie leicht aufgelöst. Ups.
Aber gut, die Kuh wollten wir jetzt sowieso nicht unbedingt vernichten. Ja, dass wir das erste Mal bei den Gunzern waren, ist irgendwie schon eine ganze Weile her. Irgendwie so ungefähr vor 24 bis 25 Minuten, glaube ich, waren wir das letzte Mal hier und wollten hier sowieso schon rein. Na, dann versuchen wir doch mal, ob wir jetzt reinkommen. Ja! Tingles Reaktion zu allem ist einfach immer viel zu herrlich. Und da sind wir nun. Das ist nicht wirklich eine Festung, eher ein kleiner Steinwall als alles andere. Sind auch gerade mal zwei Grunze überhaupt da drin. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal legen wir uns dann tatsächlich endlich mit den Kerlen an. Bis dahin. Ciao.